Hey ho und willkommen zurück in der Herberge von Hima. Hima. Mann, ihr habt aber nicht lange gebraucht, um dieses Zimmer herzurichten. Wahrscheinlich haben wir hier gepennt in einem einzigen Bett mit. Wie viele sind wir jetzt? 5? 1, 2, 3, 4? Nee, 6. Mit 6 Leuten. Mit 6. Mit 3 Frauen und 3 Männern. Okay, ein Männlein, der gehen ist, der kann ja selbst noch in die Öffnung der Dame reinkriechen, so klein wie er ist, so schäbig wie er aussieht, und hier habe ich soweit alles gemacht. Ich müsste mir Rapier besorgen und dieses komische Gedöns, wovon ich hoffe, dass mir da vielleicht jemand was schreibt, aber dann bin ich schon viel zu weit in der Story. Und was bist du? Miau, willkommen beim Katzforschungsteam, brauchst du Hilfe? Nein, warum rede ich dir eigentlich überhaupt noch an? Klettert diesen Berg hinauf. Ah, ein Friedhof. Alles klar, das ist ein Friedhof. Das sieht eher aus wie die Überbleibsel einer heruntergekommenen Feier. Eines Guardia Millennial Fairs. Ja! Falls das jemand kennt, dann, falls das jemand nicht kennt, guckt, wie heißt es? Chrono Trigger von Ravenite. Grüß dich. Es kommt wohl nicht in Frage, das Grab auszuheben. Doch. Beten wir doch erst einmal. Name. Buddha, Gott, Jesus, Buddha, Mohammed. Buddha. Buddel. Wer bist du? Ah, sie hat schon den Blaumann an, sie buddelt für uns. Oder er. Ich sehe es ja nur von hinten, obwohl es einen knackigen Hintern hat. Hoffentlich ist es eine Frau. Nein! Es ist der, den wir suchen. Gott, scheiße! Auserwählte. Mana erben. Was redet er da? Pietro, wir dachten, du wärst tot. Da bist du ja. Auserwählte sterben. Engel sterben. Menschen farm unterirdisch. Ja, kannst du nicht bleiben. Komm mit. Hast du uns angelogen? Das ist der Mann, der aus der Farm entkommen ist. Wirklich? Bitte sag uns, wie du aus der Menschenfarm entkommen bist. Natürlich ist er in seiner Namensplakette Pietro stehen. Kannst du das nicht lesen, Leute? Felsbrocken. Groß. Unterirdisch. Juwel, Felsen, verschieden. Auserwählte. Was soll das bedeuten? Wir sollen Felsen und Juwelen verschieben. In dich. Kratos, ist das der Fluchtweg? Bitte lasst ihn in Ruhe. Jetzt hör mal zu. Dir reicht es vielleicht, einfach Pietro zu beschützen. Aber seinetwegen sind zahllose Menschen aus Luin jetzt tot. Wie wär's, wenn du uns ein bisschen weiterhilfst? Pietro würde euch bestimmt gerne alles erklären und euch helfen. Aber durch den Fluch wurde er in dieses Wrack verwandelt. Er lebt jetzt einfach nur bescheuert, oder? Er lebt wenigstens noch. Die Toten können uns nicht mal mehr sagen, dass sie Angst hatten. Bitte hilf uns. Wir wollen in die Farm eindringen, wenn man da raus kann. Raus? Ah ja, rein kommt man da, wo man rauskommt. Kommt man... Achso, da war kein Punkt. Kommt man auch... Oh Gott. Irgendwie rein, glaube ich. Bitte. Schön, ich helfe euch. Aber dafür müsst ihr ihn von dem Fluch befreien. Die Aufzeichnungen zu Boltzmanns Heilverfahren sind im Turm des Mana. Damit kann man den Fluch vielleicht aufheben. In Ordnung. Aber die Befreiung der Gefangenen geht vor. Dann lasse ich nicht mit mir reden. Er sagte, er sei bei der Flucht von Vorhof der Farm herausgekommen und habe den Ausgang mit einem Felsen verbarrikadiert. Seine Sachen sind in dem Grab. Nehmt sie mit. Danke, wir kommen zurück, wenn wir das Heilverfahren gefunden haben. Komm, wir gehen. Gehen wir. Lag da ein Felsbrocken? Ich erinnere mich, dass irgendwas seltsam wirkte. Ja, sehen wir es uns mal an. Yeah! So. Erhalten. Kugel des Designs. Okay, dem jagen wir eine Kugel in den Kopf. Oh, ein Hund! Oh lala! Fragen wir erst mit der Frau. Mit dem Mann.
Dies sind die Gräber der Leute, die von der Menschenfarm entkommen sind. Die Entkommenen leiden unter einem Fluch und sterben schließlich. Wie lange wird das noch so weitergehen? Cool, dass es jemanden gibt, der trotz aller dieser Widrigkeiten ein Heilverfahren entwickelt hat. Der hier heißt Rocky. Rocky Balboa. Weiter geht's den Berg hinauf, auch wenn wir ja gar nicht hoch müssen und meine Nase sich gerade blutend zurückzieht in die Vorhaut von Hima. Aussicht von Hima. Wow, von hier oben aus kann man den Turm des Heils richtig gut sehen. Also kein Grund, jemals diesen beschissenen Mana-Turm aufgebaut zu haben. Mann, wie hoch ist das der Turm? Wie hoch ist der Turm des Heils denn eigentlich? Entschuldigung, pardon, darf ich mal eben? Ich bin Samson aus der Sesamstraße und ich suche Tiffy. Tiffy, Herr von Bödefeld. Sieht aus, als wäre es breit genug. Gut, gut. Wovon reden Sie denn da? Hehehehe, gut, dass du fragst. Ich plane hier ein neues Unternehmen aufzuziehen. Ich werde es Drachentouren nennen. Drachentouren? Sie meinen Touren, um die vorbeifliegenden Drachen zu beobachten? Oh, schon nah dran. Nicht schlecht, Junge. Ding. Ich werde Drachenritte zum Turm des Heils anmieten, damit man ihn aus der Nähe ansehen kann. Man kann damit zum Turm des Heils gelangen. Auf Drachen mit Fliegen? Bist du dumm, Genius? Du bist doch hier der Genius der Truppe. Nein, sie fliegen nur um ihn herum. Trotzdem, das wird ein einmaliges Erlebnis. Wow! Wow, cool. Wo sind denn die Drachen? Ich bringe sie das nächste Mal mit. Bis dann, Servus, Grüezi und Hallo, Jodlohudi. Wir werden schon darauf warten, dass sie mit ihren Drachen aufkreuzen. Hey, Mister, ich werde warten. Okay. Schon wieder Kampf gegen die Staaten. Das Ding gibt einfach nicht auf, wie ich merke. Entschuldigung. Ich habe meine Manieren verloren, während ich hier LPs aufzeichne. So weiter. Das hatten wir schon. Das Hündchen hatten wir auch schon. Die Katze kann mal gerne auf den Bratenrost springen. Dann nehme ich sie mit nach China. Aha, der war gut. Gib's zu, der war gut. Ja, macht das Sinn, dass es gut war? Oh, war das gut. Okay, also, ich habe jetzt verstanden. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich wollte etwas ausprobieren. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Oh, hoffentlich muss ich hier nichts schneiden. Okay. Leute, wir müssen Pietro retten. Ja, stimmt. Wir haben es versprochen. Gehen wir zum Turm des Mana und suchen Boltzmanns Heilverfahren. Moment, sollte ich jetzt nicht eben zuerst noch in die Dingensanlage da wieder rein? Hä? Die wollte doch zuerst, dass ich in die Dingensanlage reingehe, oder? Egal, ich gehe da mal zum Turm des Mana und werde den Weg... Oh Gott, ich habe den Gegner nicht gesehen. So, da sind wir wieder und brechen wir doch... Moment, ich mache einen kurzen Ausflug, weil diese Gegend hier kenne ich ja noch gar nicht. Es könnte ja sein, dass uns hier Schätze erwarten, oder? Kacke! Verdammt! Popo! Habe ich euch den Koko-Gegner eigentlich schon gezeigt? Ich weiß es nicht. Also, zeige ich euch den Koko-Gegner. Der ist ziemlich scheiße, weil er kann uns eindingsen. Also petrifieren, das ist ein Basilisk oder sowas. Also kann er uns petrifieren, also versteinern, genau. Melone! Yay, jetzt droppen die Gegner schon Melonen! Yay, wenn wir sie jetzt reif bleiben lassen, dann können wir einen X4 rauspflücken. Oder so ähnlich. Okay, das hier unten sieht irgendwie nach Gebirge aus. Und diese komische Landzunge da weiter im Osten oder im Südosten, das sieht danach aus, als wäre das ein Gebiet, womit ich später mit Drache oder was auch immer. Oh mein Gott, diese scheiß Kameraperspektive. Hingelangen kann. Gibt's da neue Gegner oder ist das das Alte? Alte. Oh mein Gott, hat der Gegner viel Nahrung hinterlassen. Holala, der hat eine ganze Proviantpackung dabei. So, Fernsicht in dieser Region hier. Oh, cool. Und natürlich wieder gehaltvolle Unterhaltung. Du hast so ein Glück, Neuschied zu haben. Nein, kannst sie haben. Es ist... Bäh. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, dass ich weiß. Yeah. Yeah, ich bin neidisch. So. Hättest du auch gerne ein Tier? Yeah! Einen großen Hund und einen kleinen und einen mittelgroßen. Alles zum Essen und viele Hündchen und zum Grillen und zum Abendbrot und zum Reinfurz. Nein. Ich möchte ganz viele Hunde haben. Du bist wirklich vernarrt in Hunde.
Ich mag auch Katzen. Fische sind niedlich. Echsen und Schildkröten auch. Und Dinosaurier aus dem Dritten Reich. Echsen und Schildkröten? Na, ich weiß nicht. Sie sind niedlich. Wenn Schildkröten ihre Augen schließen, bewegen sie die Lider von unten nach oben. Aha. Du siehst auch niedlich aus, wenn du schläfst und ich dabei auf dir liege und du es nicht bemerkst und dir danach in die Faust beißen könntest, weil du wieder eine Gelegenheit verpasst hast. Was? Bin ich eine Schildkröte? Darauf will ich nicht näher eingehen, wenn sich die beiden Gegner hier gerade links neben mir haben begattet. So, okay, wir haben hier soweit alles erkundet, hoffe ich. So, lasst mich durch. Bin fort hier, heiß und fettig. Hier kommt der Kanzler. Hier kommt das dritte Programm aus WDR Quadratzahlen. Okay, ja, ich wohne im Westen, hier gibt's weder das WDR. Und deswegen, Tja, jetzt hat's den Kratos mit Krankheit erwischt. Text. Oh Gott, ich benutze das so selten. Ich hoffe, die hat was zum Recover. War das? Ja, genau. Dazu muss ich kein Zeug verwenden. Na. So, gut, wunderbar. Gegner. Zu viele Gegner hier. So, hier kann man nicht dran vorbei. Okay. Also das wäre der Weg, den man jetzt sozusagen, wenn man nicht das Schiff aus dieser Fischerstadt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, nehmen könnte. Also da, hier würde man dann halt über diese Brücke kommen. Das werde ich dann jetzt auch mal ganz kurz zeigen, wo ich hier schon... Oh mein Gott, der stürmt aber auch an. Diese Ritter sind niedlich geworden. Die schaffe ich jetzt so gut. Sie geben recht viel Great. Und Great ist wertvoll, wie man vielleicht so bisher mal gesehen hat. Gut, hier gibt's Strand. Yay. So, da hinten sehe ich schon am Horizont einen Turm oder so einen Stein zur Fernsicht erweitern, wo ich beim letzten Mal irgendwie dran vorbeigelaufen bin, ich Idiot. Aber hier gab es auch noch was, das habe ich beim Hinweg gesehen. Nämlich noch eine gehaltvolle Unter... Oh, Scheißdreck. Okay. So, hier kamen jetzt relativ leichte Gegner und ich bemerkte, dass sie ziemlich, weil man sie schnell erledigt, viel Great geben. Denkst du nicht manchmal, dass das, was wir tun, keine Bedeutung hat? Yeah, Bubba da Buddha. Wow, das passt nicht zu dir, Lloyd. Das ist traurig. Oh, das hat sich ja jetzt so gelohnt. Halleluja. Verrecken ums Sterben will. So, jetzt werde ich hier noch eben zu diesem Felsen gehen und diesen noch ansprechen. Oder gab es ja auch noch irgendwas anderes? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht. Oh, ja, spring du ruhig. Ah nein, lass mich doch einfach durch. Also, was die, dass die so viel Great geben, diese schwachen Gegner hier, da frage ich mich, ob ich irgendwann mal ins Startgebiet zurückgehen sollte, um da mal ein bisschen Great zu farmen, um mir damit mal ein paar Sachen leisten zu können. Nun denn, ich verabschiede mich von hier und, nein, ich sollte das anders aufziehen. So, beim nächsten Mal treffe ich euch beim Turm des Mana, um zu gucken, ob wir jetzt reingehen können. Und bis dahin verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Final Messenger 13. Ciao. Oh Gott, habe ich das verhauen.